Frau Güler, Sie sind Mitglied im Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag. Wussten Sie, dass es so einfach ist, Bundeswehrsoldaten offenbar abzuhören, wenn die Gespräche führen und sich darüber unterhalten, wie sie den Minister zu möglichen Tauruslieferungen briefen? Dass es so einfach werden könnte, das war mir ehrlicherweise auch neu und überraschend. Wir alle sind geschockt über diese Nachricht. Ich frage mich, wie viele andere auch, wie man so eine Kommunikation tatsächlich dann auch über Webex startet. Und zur Wahrheit gehört allerdings auch das, was wir jetzt in den letzten Tagen, nachdem dieses Gespräch öffentlich wurde, auch mitbekommen haben, dass es so scheint, als sei was nur die Spitze des Eisbergs. Und das heißt, Sie erwarten, da kommt noch mehr? Ich würde mir wünschen, dass es ein Einzelfall ist. Ich fürchte nur, dass tatsächlich weitere Gespräche auch abgehört worden sind. Mhm. Fürchten Sie das auch, dass da noch mehr kommt? Nein, man kann es definitiv nicht ausschließen. Und wir wissen ja, dass Putin auch damit umzugehen weiß, in welcher Phase er welche Informationen dann preisgibt. Und gerade in der jetzigen Phase, vor dem Hintergrund der jetzigen innenpolitischen Debatte um die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus, kann man natürlich davon ausgehen, dass er es gezielt jetzt lanciert hat. Und man erlebt ja dann die Debatten und teilweise nicht nur den internationalen Schaden. Also wenn sich Verbündete typiert fühlen durch Informationen oder Kommunikation, vielleicht sogar des Kanzlers, aber jetzt mit dieser Bestätigung. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir innenpolitisch Unwuchten haben, die wir nicht brauchen. Eigentlich braucht es Geschlossenheit in Europa und auch innenpolitisch bezogen auf die Herausforderung, die wir haben. Denn diese imperialistische Bedrohung Putins, die wird ja nicht in 3 Monaten vorbei sein. Über die reden wir gleich. Herr Hofreiter, ist das vor allen Dingen ein politischer oder ein militärischer Schaden, der da gerade entsteht? Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Erstmal ist es nur ein politischer Schaden, wie wir damit umgehen. Ob wir uns da weiter spalten lassen und verunsichern lassen, kann es, muss es nicht ein militärischer Schaden sein. Und auch der politische Schaden stellt sich halt die Frage, wie groß er ist. Nämlich vielleicht sozusagen merken jetzt endlich mehr Leute, dass wir längst in hybrider Auseinandersetzung mit Putin sind. Nicht nur, weil man seit Jahren die Angriffe, die Putin, der russische Staat gegen unsere Demokratien, gegen die Europäische Union ausführt, versucht hat zu ignorieren. Deswegen haben sie trotzdem stattgefunden. Deshalb vielleicht ist da sozusagen etwas, was uns aufweckt. Und man muss sagen, materiell, also inhaltlich, ist in dem Gespräch überhaupt nichts Neues drin. Mhm. Also da ist ja nichts öffentlich geworden, was man als aufmerksamer oder selbst als mittelaufmerksamer Beobachter nicht schon vorher wusste. Ja, ich fand es schon interessant und spannend zu sehen, wie dann doch auch Soldaten darüber sprechen, wie man so eine Brücke zerstören könnte, in was für einer Sprache. Aber inhaltlich sind es tatsächlich Informationen, die man schon vorher lesen konnte. Trotzdem ist es natürlich ein Leak, den die Bundeswehr zumindest nicht wollte. Herr van Aken, Pistorius, Verteidigungsminister, sagt, diese Leaks seien Teil eines Informationskrieges. Warum werden die Leaks gerade jetzt veröffentlicht? Haben Sie eine Erklärung? Naja, erstmal ist es Krieg und dass sich da beide Seiten gegenseitig ausspionieren, ist völlig klar. Die Bundeswehr macht das bestimmt genauso. Also natürlich gibt es unendlich viele Sachen, die gehackt worden sind, Informationen, die wir über die Russen haben und umgekehrt. Das ist nichts Neues und das ist jetzt Propaganda. Ich meine, Putin hat Propaganda gelernt, dann macht das genau richtig. Und wir fallen alle drauf ein. Heute Abend bei Hard Aber Fair reden wir über Taurus. Also ich habe eigentlich keine Lust mehr, über Taurus zu reden, nur weil Putin es will. Ich würde gerne mal über Lösung für den Ukraine-Krieg reden, über Verhandlungslösung. Jetzt gibt's ja aber genug Leute, die sagen, Taurus wäre zum Beispiel ein Teil einer Lösung. Deswegen sprechen wir auch heute drüber. Wir reden aber auch grundsätzlicher noch heute darüber, versprochen. Frau Rosenthal, was will Russland denn mit diesen Veröffentlichungen bezwecken? Dass wir bei Hard Aber Fair über Taurus sprechen oder noch mehr? Also ich glaube schon, dass dieser Abhörskandal ganz klar uns als freiheitliche Gesellschaft in den Blick nimmt und versucht eben auch zu testen, ja, wie einig wir am Ende darauf reagieren. Und deshalb kann ich nur sagen, es ist eine Chance und auch eine Aufgabe von uns allen, politisch, aber auch gesellschaftlich, ganz klar zu machen, dass wir auf diese hybride Kriegsführung, wie es ja auch gerade schon angesprochen worden ist, nicht so reinfallen, wie wir das vielleicht in anderen Feldern machen, sondern ganz klar haben, dass wir Putins Geschäft alle zusammen nicht erledigen werden, sondern in der Sache sicher auch streiten werden. Aber wenn es darum geht, unsere Gesellschaft, unsere Art zu leben, zu verteidigen, dann eben auch wehrhaft zu sein. Mhm. Frau Güler,
Kann man jetzt schon sagen, wer die politische Verantwortung für so einen Abhörskandal trägt? Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Das, was dort besprochen wurde, das hat Herr Hofreiter gerade schon gesagt, war erstens nichts Neues für diejenigen, die die Debatte auch schon länger verfolgt haben. Und zweitens, wenn man jetzt sagt, wir stoßen damit den Verbündeten vor den Kopf, muss man sagen, das hat als allererstes der Bundeskanzler getan. Und wenn man jetzt über auch personelle Konsequenzen spricht, muss ich Ihnen ganz offen sagen, die personelle Konsequenz, die man jetzt ziehen sollte, liegt in der Person des Bundeskanzlers. Weil er mit seinen Äußerungen letzte Woche nicht in geschlossenen Räumen, nicht in einem Gespräch, wo man das Gefühl hatte, man dachte, man wird nicht abgehört, keiner hört zu, sondern in der Öffentlichkeit Dinge gesagt hat und unseren britischen und französischen Verbündeten gegen das Schienbein gestoßen hat, Dinge ausgeplappert hat, wo der Ärger auf der anderen Seite zu Recht sehr, sehr groß ist und somit wirklich der Kanzler ein echtes Sicherheitsrisiko hier für unser Land bildet. Insofern muss man schon sagen, das, was da letzte Woche vom Kanzler in der Öffentlichkeit behauptet wurde, nicht nur in Bezug auf die Verbündeten, sondern auch die Argumentation, die er gebracht hat, warum er gegen eine Taurus-Lieferung ist, was widerlegt wurde schon vorher und im Nachhinein. Frau Güler, ich glaube, wir müssen auch für die Zuschauer ein bisschen sozusagen auch aussprechen, was Sie meinen. Was hat denn der Kanzler gesagt, was Sie so erbost? Der Kanzler hat erstens sein Nein zur Taurus-Lieferung damit begründet, dass er sagte, dafür müssten wir deutsche Soldaten in die Ukraine schicken und wären damit Kriegspartei. Erstens, und ich glaube, das geht auch aus dem Gespräch hervor, wäre das nicht zwingend notwendig. Man könnte ukrainische Soldaten in Deutschland ausbilden. Das alleine so, das ist, ja jetzt nicht das, die so. Zweitens, die wir hatten davor die Debatte im Bundestag, wenige Tage vor den öffentlichen Äußerungen des Bundeskanzlers. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fühle mich als Abgeordnete vom Bundeskanzler völlig übergangen, dass er nicht die Gelegenheit genutzt hat, seine Argumente im Bundestag im Rahmen der Ukraine-Debatte, wo wir breit im Bundestag über all diese Fragen diskutiert haben, hervorgebracht hat, sondern seine Koalitionspartner lange im Glauben gelassen hat mit weitreichenden Waffensystemen, so wie es in dem Ampelantrag formuliert wurde, ist der Taurus gemeint. Und wenige Tage später tritt er vor die Presse und sagt Dinge, die für viele völlig neu sind. Weil man dachte, okay, das könnte der Taurus sein oder eben auch nicht. Punkt habe ich verstanden. Herr Wüstner, Sie haben eben genickt, als Frau Güler gesagt hat, der Bundeskanzler hat auch die Verbündeten im Ausland düpiert. Können Sie mir erklären, wie er das getan hat oder haben soll? Es ging um die Irritation, die er ausgelöst hat, bezogen auf seine Argumentationslinie, die ja jetzt mehr oder weniger durch diesen Leak bestätigt wurde. Nämlich die Tatsache beschreiben, dass Verbündete Marschflugkörper einsetzen, mutmaßlich mit oder unter Beteiligung entsprechender Soldaten in der Ukraine. Und der Kanzler hat damit klar machen wollen, dass für ihn das ein No-Go ist, eine rote Linie. Und das war im Kern mit seiner Argumentationslinie für das Nein des Taurus. Und jetzt kann man sagen, die eine Debatte, die daraus entspringt, bezogen auf den Leak, ist ja, inwieweit es tatsächlich Soldaten braucht für die Abgabe von Taurus. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass eigentlich kein Regierungschef, keine Regierungschefin in der Art und Weise offenlegt, wer wo wie beteiligt ist. Unabhängig davon, dass das Insider wissen, dass es in bestimmten Papieren steht, etc. pp. Das ist einfach eine andere Dimension. Und am Anfang dachte ich auch, das geht unter. Aber an den Reaktionen in Großbritannien oder Frankreich habe ich eben gespürt, dass es Irritationen auslöst. Und jetzt kann man sagen, das kann man vielleicht wieder kitten. Man muss es auch, denn ich habe es ja am Anfang gesagt, der Zusammenhalt Europas gegen Putin ist elementar und deswegen muss man sehen, dass man das wieder zusammenbringt. Ja, Frau Güler spricht von Konsequenzen. Herr Wüstner sagt, das war zumindest ein irritierend. Frau Rosenthal? Also ich muss erst mal ganz klar sagen, dass ich Respekt davor habe, wenn man diese Taurus-Frage in der Sache anders beantwortet. Das ist völlig in Ordnung. In der Demokratie kann man das auch diskutieren. Was ich nicht in Ordnung finde und was ich auch von Seiten der größten Oppositionspartei nicht in Ordnung finde, ist, dass immer wieder
Misstrauen gegenüber dem Kanzler formuliert wird. Immer wieder sozusagen gesagt wird, er wäre ein Sicherheitsrisiko oder sonst irgendwas. Das ist nicht der Fall. Der Kanzler hat eine Abwägung getroffen, deren Argumente man folgen kann oder nicht folgen kann. Aber er hat die Verantwortung in seinem Amt, für das er gewählt ist und für die er die Entscheidung auch treffen muss und auch die Verantwortung tragen muss, die hat er getroffen. Und ich wünsche mir wirklich, und das geht wiederum darin, wie schaffen wir das als wehrhafte Demokratie, ich wünsche mir wirklich, dass wir in der Sache streiten, aber dieses permanente Misstrauen, zu sagen, das sind eigentlich nicht die wirklichen Argumente und so weiter, das muss enden, gerade weil wir wehrhaft sein sollten. Sofort, Herr Hofreiter, ich will einmal Herr von Arten noch mit in die Runde holen, dann sind Sie dran. Herr von Hagen, Sie saßen ja lange im Bundestag, haben sich auch mit Rüstungsthemen dort schon beschäftigt, auch jetzt wieder. Olaf Scholz ist ja gegen die Taurus-Lieferung, das haben jetzt alle wahrgenommen. Macht der Kanzler das richtig? Das ist eine gemeine Frage, weil ich finde, der macht fast alles falsch. Aber den Taurus nicht zu liefern, finde ich richtig. Also im Grunde ist meine Antwort, nee, der macht das nicht richtig. Aber beim Taurus, das finde ich, sollte man nicht tun. Denn das große Problem ist doch so, wie jetzt seit Wochen über Taurus gestritten wird. Und jedes kleinste Kind im Kindergarten in Deutschland kann mittlerweile Taurus sagen. Und Frau Strack-Zimmermann läuft mit so einem widerlichen Taurus-T-Shirt rum. So. Genauso wurde vor ein paar Monaten über die Leos gestritten. Davor wurde über Panzer gestritten. Davor. Seit 2 Jahren streitet Deutschland sich über eine Sache. Und das heißt, schwere Waffen, noch schwerere Waffen oder die allerschwersten Waffen. Und wie oft haben Sie in den 2 Jahren gehört, dass sich Politiker genauso intensiv gestritten haben, um wen binden wir jetzt ein für eine diplomatische Lösung? Wie kriegen wir Putin endlich an den Verhandlungstisch? Was kostet uns das, wenn wir jetzt auf China zugehen, damit es Verhandlungen gibt? Das heißt, all das, was endlich mal zum Ende des Krieges führen könnte, wird seit 2 Jahren nicht gemacht, sondern der Leo wird dann vom Taurus abgelöst. Und ich sage Ihnen, in 2 Monaten sitzen wir wieder und da reden wir über irgendwelche Flugzeuge mit der gleichen Intensität. Und das ist der komplette Fehler. Ich glaube, wir brauchen eine diplomatische Lösung, weil Kriege hören nie im Krieg auf. Die allermeisten Kriege hören durch Verhandlungen auf. Die müssen wir doch mal beginnen. Holt weiter. Also ich glaube, der erste Punkt, wo man sich mal klar sein machen will, ist, dass sowohl die Menschen in der Ukraine als auch viele Menschen darüber hinaus, aber insbesondere die Menschen in der Ukraine, sich nicht so sehr wünschen würden, als wenn dieser Krieg endlich vorbei wäre. Das wünschen die sich an allererster Stelle. Dann der nächste Punkt ist, den man sich klar machen muss, zu Verhandlungen gehören 2 dazu. Und der Aggressor hat deutlich gemacht, dass er kein Interesse an Verhandlungen hat, weil nämlich der Westen die Ukraine nicht ausreichend unterstützt und deshalb sozusagen der Aggressor der Meinung ist, er erreicht seine Ziele auf militärischem Weg. Und wenn er alles auf militärischem Weg haben kann, und das glaubt Putin, warum sollte er verhandeln? Deshalb, diese ganzen Debatten um die Waffenlieferungen finden deshalb statt, um die Ukraine so stark zu machen, dass auch in Putins Kopf, und am Ende wird man mit Russland verhandeln müssen, sich die Nutzen-Kosten-Abwägung, so brutal es ist, sich ändert, dass es für ihn spannender ist zu verhandeln, als am Ende militärisch zu gewinnen. Aber das vielleicht sagen Sie noch seit 2 Jahren, Herr Hofreiter. In 2 Jahren sagen Sie das, und seit 2 Jahren klappt es nicht. Ja, weil wir sozusagen, wir die Ukraine nicht ausreichend seit 2 Jahren unterstützen. Und Putin glaubt, er gewinnt alles militärisch. Und noch eine technische Anmerkung. Ja, es stimmt, man kann über Taurus streiten. Das kann man ganz entspannt. Aber die Aussagen sollten halt stimmen. Genau. Und der Punkt ist, man braucht halt keine Bundeswehrsoldaten für die Bedienung von Taurus. Und dazu muss man sich gar nicht mit diesen ganzen technischen Details der Waffen auskennen. Dazu langt einfach eine ganz simple Tatsache. Die Südkorea hat 260 Taurus. Und da ist kein einziger Bundeswehrsoldat im Einsatz. Das heißt, man muss die Leute daran ausbilden. Das dauert eine gewisse Zeit, aber... Ja, Sie sind weiter dran, Herr Hofreiter, aber das Bedenken, was Scholz hat und was man ja durchaus vielleicht nachvollziehen kann, ist, mit diesen Taurus könnten Ziele in Russland getroffen werden. Können Sie das Szenario, können Sie das denn ausschließen? Das kommt darauf an, wie man die Taurus programmiert. Da muss man jetzt technisch in die Details einsteigen. Man kann den Taurus geofencen. Das heißt, man kann den sozusagen vor der Auslieferung so gestalten, dass Ziele in Russland überhaupt nicht mehr einprogrammierbar sind. Und das ist auch nicht hackbar, weil es in Quellcode reingeschrieben werden kann. Und das ist eine Information, die absolut belastbar ist. Und ich würde mir wünschen, dass der Kanzler diese Information
auch hätte, nämlich die Frage sozusagen, ob man den Ukrainern also vertrauen kann oder nicht, ist damit hinfällig. Die Ukrainer haben bis jetzt keine einzige Waffe anders eingesetzt, als wir es ihnen vorgeschrieben haben. Aber man kann es technisch exakt definieren, weil die Waffe das kann. Aber Sie sagen, die Taurus sind nicht hackbar und die Soldaten dachten wahrscheinlich, die Telefone bei WebEx sind auch nicht abhörbar.